Ich begrüße euch hier ganz herzlich zu einem neuen Let's Play von Omsi. Heute gibt es mal ein Update-Video. Gestern ist nämlich ein doch recht größeres Update für die Straßenbahn NF6D erschienen. Finde ich persönlich richtig cool, die ganzen Inhalte, die es in dem Update gibt, nämlich der Hauptbestandteil steht hier schon vor uns, und zwar nämlich die Doppeltraktion. Es gab ja schon einen Mod im Omsi-Forum, der sowohl eine etwas längere Variante, sprich vierteilige und fünfteilige Variante der NF6D, zum Laufen gebracht hat, als auch eine Doppeltraktion, die allerdings in ihren Funktionen sehr eingeschränkt war, sodass Lichter nicht komplett funktioniert haben, die Matrix nicht wirklich das getan hat, was sie sollte, und es noch andere kleine Bugs gab, die in dieser Version vorhanden waren. Jetzt gibt es eine Doppeltraktion von offizieller Seite, sprich von den Entwicklern der Straßenbahn, die voll funktionsfähig ist und auch alles kann, was das Herz so begehrt in Sachen Straßenbahn. Aber darauf komme ich jetzt mal Stück für Stück. Ich möchte erstmal hier so ein bisschen das durchgehen, was es denn alles Neues gibt. Unter anderem haben wir da nämlich erstmal in den Verbesserungen, dass jetzt logischerweise die Bremskräfte auch von den Fahrzeugen her anders sind. Sprich, eine Doppeltraktion hat eine andere Bremsstärke und Bremskraft als eine Einzeltraktion, ist ja klar. Also was heißt Einzeltraktion als ein Einzelwagen in dem Fall. Weiterhin kann man diese Bremskraft, das ist über eine Konstante geregelt und die kann man in dieser entsprechenden Const-File anpassen. Außerdem haben wir jetzt im Cockpit eine schicke kleine Änderung, die das Spielerlebnis doch erheblich steigert, nämlich diesen Spiegel. Jedoch ist das, was den Spielspaß oder den Spielwert steigert, nicht dieser Spiegel allein. Dieser Spiegel ist so gesehen nur das Mittel zum Zweck. Nämlich, was viele Spieler gestört hat, mich persönlich auch, dass man immer, wenn man in die Spiegel geguckt hat, sprich die Außenspiegel, einen Ruckler hat, einen Nachladeruckler. Dieser wurde durch diesen Spiegel in der Mitte jetzt behoben. Sprich, wir können jetzt ohne weitere große Ruckler zwischen den beiden Spiegeln hin und her wechseln, beziehungsweise auch zwischen der Fahrerperspektive geradeaus und dem Spiegel, den wir an der Haltestelle doch recht häufig brauchen. Das finde ich sehr schön, weil das war doch immer recht nervig, dass man angehalten hat und an der Haltestelle gucken wollte, ob noch Leute einsteigen wollen, erstmal ewig geladen hat, bis man dann rüberschauen konnte. Dies wurde jetzt damit behoben. Weiterhin wurde beim Pantographen die Oberleitungshöhenerkennung verbessert und angepasst und auch erweitert. Das funktioniert allerdings wiederum nur in der tramfähigen Version von Omsi, sprich der Version 2.2.032, da alle späteren Versionen nicht mehr für die Tram ausgelegt sind, beziehungsweise entscheidende Dinge für die Straßenbahn einfach rausgepatcht wurden. Warum das so ist, nicht meine Sache, Omsi technisch von den Entwicklern so gewollt. Ich weiß nicht warum. Sie werden sich was dabei gedacht haben. Oder eben auch nicht. Je nachdem. Aber dazu möchte ich gar nicht groß weiter drauf eingehen. Weiterhin haben wir noch ein neues Feature, was die Türseitenvorwahl angeht. Wir mussten ja sonst immer, wenn wir die Türfreigabe gegeben haben und dann auf die Türen, die Tür auf Knopf gedrückt haben, passierte ja erstmal nichts, weil keine Türseitenvorwahl ausgewählt war, wie jetzt in dem Fall. Wenn wir jetzt allerdings die Haltestellenfreigabe reinmachen oder die Türfreigabe reinmachen, geht automatisch bei keiner ausgewählten Türseitenvorwahl die rechte Türseitenvorwahl rein, sodass wir immer, wenn nichts ausgewählt ist, die Türen auf der rechten Seite freigeben können. Finde ich ganz praktisch, wenn jemand entsprechend die linke Türseite haben will, muss er sie entsprechend vorher auswählen. Sofern wir was ausgewählt haben, bleibt es natürlich auf der Auswahl, sprich, habe ich jetzt links ausgewählt und mache die Türfreigabe, die Türfreigabe rein, gehen auch die Türen auf der linken Seite auf, logischerweise, und nicht die auf der rechten. Ist ja verständlich. Nur wenn ich keine ausgewählt habe und ich die Türfreigabe hier betätige, geht logischerweise die rechte rein. Gut. Weiterhin wurde der Haltewunsch noch etwas überarbeitet und auch einige Sounds überarbeitet sowie hinzugefügt. Wie ich schon gesagt habe, haben wir ja jetzt die Doppeltraktion, die wir auch mit verschiedenen Repaints belegen können, wie wir hier sehen, was bei der Mod Doppeltraktion, die es vorher gab, nicht gegeben hat und nicht möglich war. Ich schilder mal kurz hier was, damit wir auch sehen, dass die Matrix komplett funktioniert. Sprich, wir haben jetzt überall eine funktionierende Matrix in allen Fahrzeugteilen. Eine funktionierende Kupplung, die ich gleich noch demonstrieren werde. Die Lichter hier klappen auch überall. Wie wir das auch alles schön sehen. So, und auch hier vorne ist das einzige, wo wirklich das Licht an ist. Und die anderen haben alle diese Neutralstellung. Genau.
Kurze Sache zu den Repaints, die sind für die Strecke gemacht von mir, also bleiben sie erstmal privat, bis die Strecke veröffentlicht wird, dann sind sie dabei als so gesehen Repaint Pack. Nicht wundern, dass es die so gesehen sonst noch nirgendwo gibt. Gut, was auch neu ist, als so gesehenes neues Feature, ist nämlich, dass nun sowohl Spieler als auch die Fahrgäste selbst die Möglichkeit haben, die Notbremse zu ziehen und demzufolge eine Zwangsbremse vom Fahrzeug einzuleiten. In Tunnelstrecken, wie das ja auf der Straßenbahnkarte der Fall ist, die mit End-On mitgeliefert wird, ist das nur an vorgefertigten Punkten möglich, sprich im Bahnhofsbereich. Habe ich jetzt so gesehen noch nicht testen können, weil ich noch keine Fahrgastfahrt mit dem Fahrzeug gemacht habe. Ja. Das Außenspiegel, das Verhalten der Außenspiegel ist ein bisschen geändert. Die Türsteuerung und der Fahrerschalter und kleinere Details sind auch repaint-abhängig änderbar mittlerweile. Also über die CTI steuerbar, sowie auch hier unsere Repaint-Wahl. Sprich, wir haben in der CTI ja immer geregelt, welches Repaint der Erstwagen bekommt. Sprich, wir haben für den A-Kopf, für den C-Teil und für den B-Kopf jeweils die entsprechende Datei ausgewählt, und jetzt müssen wir noch, wenn wir eine Doppeltraktion haben wollen, für den A-, C- und B-Teil des zweiten Wagens, also so gesehen des Nachläufers in Anführungszeichen, das in der CTI festlegen, sodass wir immer eine festgebundene Doppeltraktion haben, in dem Fall eben aus dieser DGB-Bahn und der Vodafone-Bahn. Möchte ich jetzt allerdings an die DGB-Bahn was anderes hinten dranhängen, was weiß ich, so einen ganz normalen Wagen von den Verkehrsbetrieben, also die Standardlackierung, muss ich festlegen, okay, wir haben vorne die DGB-Bahn und hinten die Standardlackierung. In Fahrzeugnummern ausgedrückt, das ist beispielsweise jetzt die 550, hinten aber die 557, die 552 war beispielsweise ein Standardwagen, hätte ich dann 552 vorne, 550 vorne, 552 hinten. Möchte ich jetzt die 552 vorne haben, muss ich das eben im Repaint andersrum schreiben. Es ist allerdings möglich, dadurch so gesehen jedes mögliche Fahrzeug mit jedem anderen zu koppeln. Ist halt dann nur Schreibaufwand. Man kann es sich aber auch einfacher machen, indem man sagt, okay, das ist mir zu viel Schreibaufwand, ich ändere es einfach im Fahrzeug selbst. Kann ich hier über 8 kann ich das Repaint vom ersten Wagen und über 9 das Repaint vom zweiten Wagen ändern. So einfach geht das, ist jetzt auch nichts Schwieriges dabei. Genau. Das wäre eigentlich alles, was man dazu sagen kann zum neuen Update. Ich persönlich finde es richtig cool, dass man jetzt wirklich eine funktionsfähige Doppeltraktion hat, die dann wirklich auch komplett funktioniert, wo auch die Kupplung ordentlich arbeitet, also zusammenhält so gesehen in der Mitte und sich das nur bei den Fahrzeugteilen hin und her bewegt. Wie gesagt, zeige ich gleich nochmal. Und dass das eben auch mit den Repaints funktioniert, dass man zwei verschiedene hat und das sogar auch für den KI-Verkehr so ist. Das finde ich wirklich richtig gut gelungen. Und dann wollen wir gar nicht lange rumfackeln, sondern fahren noch mal ein Stückchen. Achso, Türfreigabe muss ich logischerweise rausnehmen. Sonst kommen wir nicht weit. Und dann würde ich gerne mal. Ich weiß gar nicht, kriege ich das hin, dass ich die Kupplung sehe? Nicht wirklich gut. Muss ich hier rüber machen. Muss ich immer so ein bisschen mitspringen. So, noch ein Stück. Ich fahre extra langsam. So, jetzt sehen wir schon. Hier, der erste Wagen hat sich bewegt, die Kupplung allerdings noch nicht wirklich. Und wenn wir jetzt hier weiterfahren und der zweite Wagen sich auch bewegt, hier sehen wir jetzt, die Kupplung bewegt sich schön mit, geht schön in die Kurve rein. Die zwei Kupplungsköpfe halten schön zusammen, wie das auch sein muss, damit die Straßenbahnen auch weiterhin zusammenbleiben. Und wenn wir dann hier gleich wieder in den geraden Bereich übergehen mit den Fahrzeugen, geht auch die Kupplung erst auf gerade und beim zweiten Wagen dann ein kleines Stück später. Passt auf jeden Fall. Aber was ich gerade sehe, ist, ich habe den Spiegel nicht ausgefahren, aber beim zweiten Wagen ist er ausgefahren. Das ist komisch. Das ist in der Tat recht komisch, dass hier der Spiegel ausgefahren ist. Das wundert mich gerade. Wenn ich den jetzt ausfahre, geht er hier raus und hinten bleibt er draußen. Das ist sehr interessant. Das ist mir bisher auch noch nicht aufgefallen. Wir können übrigens, wenn ich jetzt hier ganz normal in den hinteren Wagenteil wollte, um so gesehen mit der NF6D in die andere Richtung zu fahren, kann ich jetzt auch ganz normal wieder durchschalten und kommen logischerweise dann auch in die anderen Fahrzeugteile herein. So wie das eben auch üblich ist. Hinten sind die Spiegel interessanterweise angeklappt, nur bei dem Fahrzeugteil. Da gehe ich mal gucken, ob vielleicht hier noch. Das war eins zu weit.
Ob hier? Ah ja. Hier war der, warum auch immer hier der Spiegel drin war, dass der automatisch ausgefahren ist. Dann war es meine Schuld. Dann war es kein Bug. So schnell fixt man das auch wieder. Wer weiß, warum ich das gedrückt habe, ob ich da irgendwie drauf gekommen bin oder ob das standardmäßig beim Spawn so ist. Weiß ich jetzt nicht. So. Wie gesagt, funktionieren tut alles gut. Wir können sowohl vorwärts als auch rückwärts mit dem Ding fahren. Brauche ich jetzt, glaube ich, nicht zeigen. Das ist ja jetzt ganz normal. Ich werde jetzt allerdings nochmal vor bis zur Haltestelle fahren, um nochmal zu zeigen, ja, die sind auch alle schön auf Doppeltraktion ausgelegt. Bei der zweiten Haltestelle, also eine nach der Haltestelle, ist mir durchaus aufgefallen. Da können wir jetzt auch nochmal hinfahren. Mache ich mal kurz hier Warnblinker rein, dass wir jetzt mal auch kurz über die Kreuzung fahren, ohne dass wir grün haben. Weil das wäre jetzt zu doof zu warten hier. So, wie man merkt, auch alles ohne Probleme. Von den Kreuzungen, ja, da war die Weiche halt nicht entsprechend gestellt, deswegen ruckelt es so ein bisschen, aber das ist in die Richtung ja relativ egal. So kann ich auch Warnblinker wieder ausmachen. Also bei der nächsten Haltestelle ist durchaus Fahrertalent gefragt, weil es wirklich recht eng ist. Vorne und hinten hat man sehr, sehr wenig Platz, wenn man hält. Ich muss selber erstmal gucken, ob ich es jetzt schaffe, ordentlich zu halten. Ich bin zugegebenermaßen hier dem hinteren Teil lange nicht gefahren. Übrigens hier auch, passt ohne Probleme mit den Klemmfixen zusammen, wie die ja so schön heißen. So, dann wollen wir natürlich jetzt ordentlich halten. Man merkt auch, die Bremskraft von dem Fahrzeug ist durchaus gering. So. Wir merken, vorne stehen wir schon mit der Kupplung leicht drüber. Ist aber vonnöten, da wir hinten auch gerade so gesehen abschließen. Sprich, hier ist nicht viel Platz. Wir hätten ein kleines Stück weiter vorne halten können. Aber so passt das von der Sache her auch ganz gut. Wir sehen auch, Oberleitung passt alles bisher ganz gut. Sitzt, passt, wackelt, hat Luft. Und funktioniert soweit hervorragend. Ich bin froh darüber, dass es die Doppeltraktion jetzt gibt. Ich kann weiterhin immer nur noch das Straßenbahn-Add-on empfehlen. Für die Straßenbahn, die Map ist mehr oder weniger Beiwerk. Ist, finde ich, ähnlich wie beim O305-Add-on. Der Bus ist dort das Hauptaugenmerk und die Straßenbahn und die Map mehr oder weniger so lala. Und eben auch nur als Beiwerk gedacht. Ähnliches ist hier. Ja. Straßenbahn-Maps gibt es ja mit Eberlinsee und Schönau jetzt auch schon mittlerweile zwei, wobei ich glaube, dass dort Doppeltraktionen eher weniger eingesetzt werden können, weil die Haltestellen einfach zu kurz sind. Das kann ich jetzt aber nicht wirklich gut beurteilen, weil ich noch nicht gefahren bin. Ich kann es nur vermuten und ich glaube, es ist auch so. Gut. Doppeltraktion kann man dann spätestens auf meiner Map fahren, wenn sie dann irgendwann mal draußen ist. Aber das wird sich noch ein bisschen hinziehen, demzufolge auch bei den Repaints. Das dauert also auch noch ein bisschen. Die werden dann mit der Map zusammen veröffentlicht und auch nicht vorher und auch nicht später. Nur mit der Map zusammen. Falls irgendjemand Fragen in der Hinsicht haben sollte. Gut, dann würde ich sagen, ich hoffe, es hat euch gefallen. Ihr seid jetzt wieder auf dem neuesten Stand der Dinge bei der Straßenbahn. Wisst über das Update Bescheid. Es wird automatisch über Steam runtergeladen. Sollte es nicht der Fall sein, könnt ihr bei dem Add-on mal den Haken rausnehmen und wieder reinmachen. Dann downloadet er es neu. Sicherheitshalber würde ich vorher ein kleines Backup vom Ordner machen, beziehungsweise von den Repaints auf jeden Fall, damit da nichts verloren geht. Gut, dann bleibt mir eigentlich nur so sagen. Wir sehen uns im nächsten Let's Play wieder. Also tschüss, schönen Tag noch und bis zum nächsten Let's Play. Tschüss.